Herzlich willkommen und zurück bei den Matrixern mit Jonathan. Und Shiva. Bin auch dabei. Zu einer neuen Runde zum Thema Projekte der Dissoziation. Heute geht es dann um Depression. Depression in der Dissoziation. Hey, das reimt sich. Depression in der Dissoziation, ja. Ja. Das letzte Mal haben wir über Ängste gesprochen, genau, in der Dissoziation, die auftauchen können. Wie gesagt, wenn ihr die spirituelle Dissoziation anwendet, kann es sein, dass ihr gleich die fetten Erkenntnisse bekommt und die Dinge dann genauso seht, wie wir sie gesehen haben. Aber es kann auch sein, dass euer höheres Selbst sich da einmischt und sagt, nee, bevor der hier die dicken Erkenntnisse kriegt, muss der erstmal ein paar Projekte auflösen. Ja, ein paar Probleme oder wie auch immer man das nennen möchte. Glaubenssätze auflösen, Überzeugungen, Meinungen, Ansichten, Beweise, die man glaubt, erkannt zu haben im Laufe seines Lebens. Von denen denkt er das höhere Selbst, nee, die sind hinderlich auf dem Weg. Also schmeiße ich ihn jetzt mal in die Ängste rein. Darüber haben wir im letzten Video gesprochen, was dann ist, warum das so ist, welche Gründe das hat. Und in diesem Video reden wir darüber, wenn das höhere Selbst denkt, ja, ich schmeiß ihn mal in eine Depression rein. Genau. Mal gucken, was passiert, wie er damit umgeht oder wie sie damit umgeht. Ja. Genau, das, wir haben alles gleich mitbekommen, Ängste, Depressionen. Das nächste Thema, Misstrauen, Erkenntnisse. Wir hatten alles, Paranoia, als wir beide damit begonnen hatten, jeder für sich. Wir kannten uns damals ja nicht. Wir haben uns ja erst viele, viele, viele Jahre später kennengelernt, aber jeder für sich hatte das Gleiche erlebt, die gleichen Erkenntnisse, die gleichen Zustände, und unser höheres Selbst war zu keinem von uns besonders nett, aber es war wichtig. Ja, das höhere Selbst hatte eine gewisse Rücksichtslosigkeit, mit dem es da vorgeht, und das hat kein Problem damit, einen zum Beispiel auch in eine Depression zu werfen. Ja. Und denkt sich, mal gucken, wie er sich da macht. Und entweder löst er die Glaubenssätze auf, die mit der Depression verknüpft sind, oder nicht. Und wenn nicht, ja, dann schauen wir mal, ob er den spirituellen Weg überhaupt noch weitergehen will, ob er wirklich so felsenfest überzeugt ist, die Matrix zu verlassen, beziehungsweise verlassen zu wollen. Da schauen wir doch mal nach. Und wir reden jetzt nicht von depressiven Zuständen, also leichten Depressionen, sondern wirklich die Hardcore-Variante von wegen, das ganze Leben macht keinen Sinn mehr und sowas. Also ich hatte da einen richtigen Deep Fall, würde ich sagen. Könnte man ja so nennen, mhm. Ja, so richtig tief zu der Zeit. Und ja, da stellt man sich dann alle möglichen Fragen dann noch. Wie gesagt, macht das Leben Sinn? Und wenn sowieso alles gar nicht echt ist, dann kann ich doch machen, was ich will. Was macht das überhaupt für einen Sinn? Dann kann ich doch hier rumgehen und was weiß ich was machen. Also es war wirklich eine richtig tiefe Depression. Ich hatte auch zu gar nichts mehr Lust. Ich glaube, ich habe ein halbes Jahr, naja, so lange jetzt vielleicht nicht, aber lange nur dann vorm Fernseher gesessen, also nicht Fernseher, aber nur Serien geguckt. Ich hatte auch gar nichts mehr Lust. Mein Leben war für mich, ich hatte jetzt keine Selbstmordgedanken in dem Sinne, aber ich hatte auch keine Lust mehr aufs Leben. Also es war richtig eine richtig tiefe, tiefe Depression. Und dann kamen auch wirklich viele Fragen, die ich mir gestellt hatte. Der Sinn des Lebens, also gut, das ist jetzt nicht eine Frage, die ich mir da zum ersten Mal gestellt hatte, aber da kam das wirklich alles nochmal hoch. Viele Glaubenssätze, viele Punkte, an die man in jungen Jahren vielleicht schon mal denkt und drüber nachdenkt, womit man sein Bewusstsein erweitert hat. Aber das war dann nochmal eine Nummer stärker, größer. Also es war ja anders, würde ich sagen, weil es wirklich, du wurdest da richtig tief reingeschmissen, richtig tief in die Ängste, richtig tief in die Depression und was auch alles noch dazu gehört. Und ja, da musste ich den Weg rausfinden. Und nicht zu sagen, scheiß drauf, ich lebe jetzt ein ganz normales, banales Leben, gehe zur Arbeit, habe meine Freunde und trinke am Wochenende Alkohol. Habe ich nie gemacht. Und
wollte ich auch nicht machen. Und daher musste ich meinen Weg daraus finden, zurück, ja, praktisch zu mir selbst oder auf dem Weg dahin jedenfalls, um ja, mehr Erkenntnisse sammeln zu können. Ja, also für mich habe ich da erkannt, dass es zwei Arten von Depressionen gibt. Einmal die heiße Depression, das heißt, dass man dann wirklich auch solche Gefühle hatte wie, ja, wie soll ich sagen, ja, viel Selbstmitleid auch hatte. Nee, das hatte ich in dem Moment nicht. Also das, ne, Selbstmitleid, ne? Man ist allein auf dieser Welt und niemand interessiert sich für einen und man schafft ja eh alles nicht, was man versucht und man kommt ja eh nicht weiter. Ja, das nenne ich halt die depressiven Phasen oder Zustände, genau, okay. Ne, das war für mich die heiße Depression und die kalte Depression war für mich diese Gleichgültigkeit. Ja, okay. Dass also einem alles egal war. Dass man so morgens im Bett liegen blieb und keinen Grund hatte aufzustehen. Dann war ich wohl kalt depressiv. Ja. Dass man also im Bett lag und dachte, wozu soll ich aufstehen? Was hat das für einen Sinn? Was hat das für einen Sinn, genau. Ja. Dass man also den Sinn des Lebens hinterfragt und für sich selbst zu der Erkenntnis in Anführungsstrichen kommt oder zu der Überzeugung oder zu dem Glaubenssatz geführt wird, ja, es ist eh alles nutzlos. Bringt alles nichts. Ja? Und dann vegetiert man so vor sich hin in der kalten Depression. Da hat man eher so den Eindruck, man vegetiert vor sich hin. Man hat noch niemals mehr Lust, was zu essen. Oder man hat auch keine Lust, sich mit irgendwem zu treffen oder mal irgendwo hinzugehen. Oder selbst ein Buch zu lesen oder so interessiert einen schon nicht mehr. Man möchte irgendwie nur was Stumpfes tun. Weil alles nicht mehr wichtig ist plötzlich, ne? Richtig, man erkennt also oder man sieht die Welt eben als eine Illusion an, in der man eh keine Schnitte hat, ne? Und aus diesem Grunde bringt auch alles nichts mehr, was man so geplant hat für die Zukunft, was man überhaupt machen will oder wozu, weshalb, weswegen, bringt alles nichts. Das ist so dann die kalte Depression und das sind so die beiden Depressionen, die auftauchen können. Entweder ein Mischmasch daraus vorkommen, ja, dass man immer wechselt von der gleichgültigen Art der Depression bis hin zur heißen, wo man dann wirklich ständig im Selbstmitleid ist, sich als Opfer dieser Welt betrachtet und alle wollen einem nur was Schlechtes und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich auch dann wiederum ein Portal zu Erkenntnissen, die da drunter liegen. Das heißt, du hast also dort Wissen in deinem Unterbewusstsein, das ins Bewusstsein will, aber die Gefühle des Selbstmitleids und der Depression liegen da drüber. Und das ist dann der Filter. Das heißt, die Erkenntnis, die da durchkommt, muss durch diesen Filter und wird völlig eingefärbt von der kalten oder heißen Depression. Und das ist eben das Problem, das in der Dissoziation eben auch auftauchen kann. Und auch genau wie bei den Ängsten verhält es sich so, dass das nicht nur eine Prüfung ist an einen selbst, ob man wirklich entschlossen ist, weiter den Weg der Bewusstseinserweiterung zu gehen, um irgendwann vor dem schwarzen Portal zu stehen und die 3D-Matrix zu verlassen. Oder ob das alles nur Selbstüberschätzung war, wo man gesagt hat, ja klar will ich die Matrix verlassen. Ne? Egal was passiert, ich gehe da durch. Ja. Also das nenne ich gern Selbstüberschätzung, die viele so haben, ne? Weil sie so überzeugt sind, dass sie die Matrix verlassen wollen, aber taucht dann ein Problem auf in der Dissoziation, haben sie dann keine Lust mehr. Ja, ist halt so. Und das höhere Selbst will das eben wissen. Es will eure Entschlussfähigkeit wissen. Wie entschlossen seid ihr? Wie überzeugt seid ihr? Wie sehr wollt ihr wirklich die 3D-Matrix verlassen? Oder ist das nur Gerede gewesen? Und so weiter. Und natürlich ist es auch wichtig, dass störende Glaubenssätze aufgehoben werden müssen. Die müssen erkannt werden, die Glaubenssätze. Und wenn sie erkannt worden sind, müssen sie aufgelöst bzw. transzendiert werden. Und das ist der Grund, warum das höhere Selbst
einen dann in eine Depression zum Beispiel wirft oder in die Ängste, ne, wie im letzten Video besprochen. Ja, die Depression ist natürlich auch sehr unangenehm, klar. Sowohl die heiße als auch die kalte. Bei der kalten, die ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, in Anführungsstrichen, weil manche dann da sogar sagen, ja, dann kann ich mich auch gleich umbringen. Ja. Bringt die ja eh nichts. Emotionen fallen da weg. Mhm. Du fühlst dann jetzt dich nicht mehr traurig oder Selbstmitleid fühlst du nicht. Du fühlst das alles gar nicht mehr. Du bist kalt. Das passt irgendwie wirklich ganz gut. Mhm. Kalte Depressionen, da ist nichts mehr. Es macht nur alles einfach auch keinen Sinn mehr, richtig. Deswegen ist die gefährlich. Weil wärst du traurig oder hättest du noch Emotionen, hättest du so eine Art Hoffnung noch. Aber die fällt auch weg. Alles fällt weg. Ja. Und bei der kalten Depression kann es natürlich sein, ja eben, da fällt ja alles weg. Und da kann es natürlich auch sein, dass dann einem auch Selbstmordgedanken kommen. Dass man sich dann denkt, ja, da kann ich ja mein Leben beenden, weil wir leben ja eh weiter. Spielt alles keine Rolle. Spielt alles keine Rolle. Mein Körper ist ja eh nur auf Pump hier. Ne? Wenn ich meinen Körper ablege, das wird auch keinen interessieren. Und dann kann ich einfach ja, gucken, wie ich dann weitermache. Obwohl das natürlich völlig unsinnig ist. Ja. Denn der Freitod, wie ich ihn ja auch gerne nenne, die Entscheidung dazu steht natürlich jederzeit jedem offen. Das ist richtig. Aber es löst das Problem nicht. Nee, denn du wirst ja wieder damit konfrontiert, sobald du geboren bist. Ja, korrekt. Oder auch da im postmortalen Bereich. Also will sagen, wenn du den Körper abgelegt hast und schwebst dann da erstmal auf 4D rum, verhält es sich ja so, dass die Depression ja dann nicht weg ist. Nee. Die ist ja dann immer noch da, weil die Depression, da hat der Körper ja nichts mit zu tun. Der Körper hat dich ja nicht depressiv gemacht, sondern du hast dich selbst depressiv gemacht. Und das überlebt dann auch den Tod. Da ändert sich gar nichts. Man nimmt immer alles mit. Das darf man nicht vergessen. Also bist du depressiv mit Körper und wenn du dich für den Freitod entscheidest, bist du depressiv ohne Körper. Ja, was hast du gewonnen? Nichts. Sondern es geht darum, das zu lösen. Die Erkenntnisse, die sich darunter befinden, hervorzuholen, und nur die reinen Erkenntnisse zu erlangen, ungefärbt von der Depression. Und aus dem Grund, bevor die Erkenntnisse an einen weitergegeben werden können, muss die Färbung weg. Und diese Färbung der Erkenntnisse entsteht eben durch eine gewisse Ansammlung von Glaubenssätzen, die eben ja diese Erkenntnis ja, färben. Und blockieren. Das muss weg. Und blockieren auch, ja klar. Und jeder Zustand, ob Ängste oder Depression, die in der spirituellen Dissoziation auftauchen können, haben immer die Absicht, deine Glaubenssätze aufzulösen und die Erkenntnisse zu vermitteln und dein Bewusstsein zu erweitern. Immer. Immer. Ja. Und darum muss man dann eben weitermachen mit der Disso. Weiter Disso machen, auch wenn die Depression einem sagt, bringt alles nichts. Nee, genau. Alles nutzlos. Man muss trotzdem weitermachen, damit man eben die Depression durchlebt, hindurchgeht. Das ist eben wie Dickicht im Dschungel. Da musst du eben die Machete schnappen und dich durch den Dschungel schlagen. Und so ist das auch bei der Depression oder bei den Ängsten, dass du dich da durchschlagen musst. Und es kann durchaus sein, dass es dann noch stärker wird, die Depression. Dass die immer stärker wird, immer stärker wird. Aber wenn du den höchsten Punkt der Depression erreicht hast und gelernt hast, dich nicht mit der Depression zu identifizieren. Das passiert sehr schnell. Ja, das heißt, es geht darum, in der Depression zu erkennen, dass es nicht deine ist. Das ist der Punkt. Und wenn du erkennst, dass du nicht die Depression bist, und dass du viel mehr bist, ein viel größeres Wesen bist, als nur die Depression an sich, die Emotion an sich, den Zustand, dann erkennst du, dass die Depression nicht zu dir gehört, sondern sowas ist wie, ja, wie so ein Anhängsel, ne? Ja, dass du vielleicht trägst ein Armband oder eine Kette oder so. Die ist zwar an dir, aber nicht in dir unbedingt. Und das ist eben der erste Punkt, der erreicht werden muss,
Das heißt, eine gewisse Distanz aufzubauen zu der Emotion der Depression. Und dann zu erkennen, dass man das nicht ist, sondern dass das nur ein kleiner Teil von einem ist, der diese Depression durchlebt und nicht dein ganzes Wesen. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann kannst du durch die Depression gehen und sie auflösen. Ja. Ja, so habe ich es damals auch gemacht. Ja? Deswegen habe ich dann auch irgendwann weitergemacht mit der Spiritualität. Also als du depressiv warst, wie lange hat das gedauert? Ich sage immer ein halbes Jahr, aber ehrlich gesagt ist das ja schon Jahrzehnte her. Von daher, ich weiß es nicht mehr genau, aber sehr ähnlich war es jedenfalls. Ja. Ja, so ein halbes Jahr war das bei mir auch, als ungefähr die depressive Phase kam. Also insgesamt, also der gesamte Prozess mit Misstrauen, Depressionen, Ängsten etc. hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert bei mir. Alles durch. Ach so, ja, das ist ja gar nicht schlecht. Ja, weil ich kenne auch Leute, die haben sich ein halbes Jahr mit der Angst rumgeschlagen. Oder ein halbes Jahr mit der Depression. Es gibt auch Leute, die haben sich jahrelang mit der Depression dann rumschlagen müssen. Und weil sie dann aber nicht weitergemacht haben. Die haben sich mit der Depression identifiziert und haben sich über die Depression definiert und blieben dann depressiv, weil sie das in ihr Selbstbild eingebaut haben und davon ausgingen, ich bin depressiv. Na, irgendwann kommt man ja auch an den Punkt, will ich wirklich so weitermachen? Hat es Sinn, alles als sinnlos zu betrachten? Und geht es nicht irgendwie auch um mehr? Irgendwann kommt man halt an den Punkt zu sagen, nee, so geht es halt auch nicht. Das ist ja nicht alles, was ich bin. Und in dem Punkt bin ich dann irgendwann gewesen, dachte dann, nein, ist nicht alles. Das ist nicht alles, was ich bin. Da ist mehr. Ja, eben, das ist die wichtige Erkenntnis, dass man eben erkennt, dass diese Depression nur ein Aspekt seines Selbst darstellt. Einen. Unter was weiß ich wie vielen. Und die Gefahr ist eben in der Depression, dass man sich mit dem identifiziert, weil, muss ich vielleicht noch hinzufügen, der depressive Anteil der Psyche hat sehr viel Entscheidungskraft. Ja, das muss man schon sagen. Der ist schon sehr mächtig. Der ist sehr mächtig. Ich muss mich noch daran erinnern, dass irgendwie Castaneda mal sowas gesagt hat. Castaneda hat mal gesagt, der Chef der Tyrannen in einem selbst ist das Selbstmitleid. Ja, wollte gerade sagen, aber das trifft jetzt immer nur auf die heiße Depression zu. Richtig, auf die kalte trifft es nicht zu. Meiner Erfahrung nach, man hat ja alles mal durchlebt, aber du hast recht. Also das ist auf jeden Fall in der heißen Depression. Wenn du da ins Selbstmitleid und ins Opfer gehst, dann ist der Chef oben. Ja, dann ist der Chef da, ne? Und der ist natürlich am schwersten zu besiegen, ist sowieso ein Endgegner in so einem Spiel. Ja, eigentlich, ne? Schon, ne? Also wirklich, also den nochmal, das ist richtig. Ja, oder wie bei Super Mario, ne? Genau. Du läufst da durch das Level und ganz zum Schluss kommt der Endgegner. Genau, ne? Das ist wirklich wahr. Ja, weil es verhält sich schon so, dass die Informationen, die der depressive Anteil des Selbstes über sehr viele Erkenntnisse verfügt. Wer also die Depression löst, wird eine Menge Erkenntnisse bekommen. Aber diese Erkenntnisse müssen rein sein, frei vom Filter der Depression. Ja. Sonst sind die destruktiv, die Erkenntnisse. Und die verleiten einen dann dazu, irgendwelchen Unsinn zu machen. Ganz genau, wollte ich gerade sagen, ja. Nee. Ja, das war es eigentlich schon zur Depression. Das Wichtige ist ja jetzt rübergekommen und darum geht es ja auch. Und dass ihr euch da einfach nicht dann, ja, dass ihr euch nicht gehen lasst in dem Moment einfach auch, sondern sagt, das ist jetzt die Phase und durch die muss ich durch. Ich muss diese Erkenntnisse erlangen, damit ich weiterkommen kann. Es macht einfach am Ende keinen Sinn, in der Depression zu verweilen. Es ist sehr verlockend. Ich kenne das, ich weiß das. Es ist verlockend, da drin zu bleiben, egal ob in der heißen oder kalten Depression, wie du das nennst. Aber am Ende bleibt ihr sowieso nicht da drin. Irgendwann kommt wieder eine Phase. Aber es macht doch Sinn, die Erkenntnisse mitzunehmen und das aus sich heraus aufzulösen oder zu integrieren, transzendieren, die Depression und die Erkenntnisse mitzunehmen. Und nicht, weil gerade die Phase wechselt oder ihr einen tollen Tag habt oder sowas. Also lasst euch da nicht gehen, sondern versucht da drinnen zu bleiben und das mitzunehmen, alles, was ihr kriegen könnt. Das ist so ein Tipp von uns, die da schon durchgegangen sind. Ja,
Weil hinter jeder Aussage des depressiven Anteils befindet sich auch eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis muss man eben in seiner reinen Form erhalten und nicht durch den Filter der Depression. Genau. Das ist sehr wichtig und das trifft auf die Angst genauso zu. Genauso. Weil die wahre Erkenntnis, die sich dahinter befindet, ist nämlich auch das, was dann die störenden Glaubenssätze auflösen wird. Ja. Und dann fallen nämlich die Glaubenssätze weg, die das höhere Selbst gestört haben oder vom höheren Selbst insofern identifiziert worden sind als hinderlich, blockierend für den weiteren Weg der Bewusstseinserweiterung und ist dann zufrieden und sagt, ja, jetzt hat er die Erkenntnis richtig aufgenommen, er hat die Erkenntnis in seiner reinen Form erlangt und dann können wir diese Phase beenden. Also immer daran denken, wenn ihr in die Ängste kommt oder in eine Depression oder noch über andere Zustände, über die wir bestimmt auch noch sprechen werden, dann, weil das höhere Selbst das entschlossen hat. Und hat gesagt, es ist wichtig, wenn er sich wünscht oder sie sich wünscht, das Bewusstsein zu erweitern, da durchzugehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und darum ist es so notwendig und wichtig, dass man Vertrauen zu seinem höheren Selbst hat. Dass man nicht sagt, oh, ich fühle mich depressiv, ich glaube, ich stürze mich vom Hochhaus, sondern man sagt, oh, ich fühle jetzt eine starke Depression. Verdammt. Richtig. Und warum macht mein höheres Selbst das? Was will mir mein höheres Selbst damit sagen? Welche Aufgabe habe ich jetzt? Welches Projekt hat das höhere Selbst jetzt an mich herangeführt? Eben, Distanz und Beobachten, das ist gleich noch ein Punkt, das ist wirklich wichtig. Ja. Da wirklich Distanz aufzubauen, richtig. Und den Beobachter raushängen zu lassen. Mhm. Sich selbst beobachten. Ja. Ne? Und das heißt also, eigentlich macht man weiter mit der spirituellen in Wahrheit schon, ja. Und das geht dann am besten über die Selbstbeobachtung. Sich selbst beobachten, als wäre man eben sein eigenes Projekt, sein eigenes Forschungsobjekt. Dass man eben lernt, sich selbst zu beobachten, wie verhalte ich mich in der Depression, welche Glaubenssätze hat dieser depressive Anteil in mir. Und dass man sich die alle notiert vielleicht und mal zusammenfasst, damit man die schon mal festhalten kann. Weil die Informationen, die in der Depression hochkommen können, können durchaus wichtig sein, auch wenn sie völlig verfärbt und verzerrt sind. Aber die Information an sich, abgezogen von den Gefühlen und so weiter, dahinter verbergen sich eben Erkenntnisse oder ein ganzer Strang, ein ganzes Cluster an Erkenntnissen. Ja, und in Wahrheit habe ich ja auch mit Spiritualität nie aufgehört. Der depressive Aspekt gefärbt hat gesagt, ich will nichts mit Spiritualität zu tun haben. Aber in Wahrheit hat man ja die ganze Zeit weitergemacht, weil man ja an den Erkenntnissen geforscht hat. Man hat es als nicht spirituell definiert damals, aber in Wahrheit hat man ja immer weitergemacht. Sonst hätte man die Erkenntnisse oder hätte ich die Erkenntnisse nicht erlangt und hätte nicht weitergemacht. Man muss eben wirklich sehen, was sagt der depressive Aspekt und was ist da noch? Ja. Ja, ihr Lieben, wir sehen uns im dritten Teil. Ja, da geht es um Misstrauen. Misstrauen, genau. Richtig. Ne? Wir gehen da richtig mal so die Emotionen durch, ne? Die in der spirituellen Dissoziation auftauchen können. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao.